Danke, Herr Präsident. Herr Regierender, wie sagt man? Danke sagt man. Weil hätte die Opposition die Behandlung, die Befassung heute hier nicht durchgesetzt, dann würde im Protokoll dieser Parlamentssitzung ja drinstehen, dass man sich vor der Behandlung der Abgabe der Fragen mit dem Parlament überhaupt nicht auseinandergesetzt hat. Der Antworten, ja, ich glaube, Sie geben mehr Fragen als Antworten ab letztendlich. Aber der entscheidende Punkt ist, Sie haben sich heute dazu geäußert. Und was allerdings ein bisschen albern ist in der Frage ist, Sie erklären zuerst, die Bewerbung findet statt, wir kämpfen für Sie. Und jedes Mal dann, wenn wir die kritischen Punkte, die Risiken ansprechen, dann flüchten Sie in zwei Argumentationsmuster. Das erste, Sie sind ja grundsätzlich dagegen, deswegen muss ich die Argumente nicht prüfen. Und zweitens, ist ja am Anfang des Verfahrens, kann ja irgendwas anderes passieren. Nein, Sie müssen sich darauf einstellen, dass es passieren kann, dass der DOSB sagt, ja, wir wollen uns mit Berlin bewerben. Und dann haben wir nicht über diese Risiken seriös gesprochen, nicht über erwartungsverlässlich, was uns in Verträgen mit dem IOC droht, etc. Und dann haben wir Haushaltsrisiken. Und der sozialpolitische Skandal in dieser Debatte besteht darin, dass Sie nicht, bevor Sie geklärt haben, was die Stadt braucht an Investitionen in soziale und bauliche Infrastruktur, dass Sie schon in Risiken reingehen in der Perspektive auf Olympiatauglichkeit Berlins bis 2024. Das ist absolut unseriöse Haushaltspolitik. Und dass man das Ihnen sagen muss, nach 10 Jahren gemeinsamer Regierungstätigkeit, wo wir in 10 Jahren ganz schwierig versucht haben, 2 Milliarden Euro aus dem Landeshaushalt über 10 Jahre rauszuschneiden, damit wir jetzt einen ausgeglichenen Primärhaushalt haben, damit wir jetzt in der Lage sind, mit mehr Einnahmen aus Steuernüberschüssen, dass wir damit was anfangen könnten für die Infrastruktur, die soziale und bauliche Infrastruktur der Stadt. Und da wollen Sie jetzt Haushaltsrisiken in Milliardenhöhe eingehen. Und Sie haben es selbst bestätigt, diese Olympischen Spiele sind keine Billigspiele, die Sie hier machen werden. Die kosten Geld, die kosten viel Geld. Und das ist die Begründung, warum wir diese Bewerbung zum jetzigen Zeitpunkt falsch finden. Und der zweite Punkt, das IOC und Knebelverträge. Die Kollegin Popp hat noch mal dankenswerterweise darauf hingewiesen. Gucken Sie sich doch mal die HCC an, die das ICC unterzeichnen lässt. Das sind diese Knebelverträge. Da geht es um Ausfallbürgschaften. Da steht das Ausrichterland in der Pflicht bei den Ausfallbürgschaften. Der Verzicht auf Besteuerung und so weiter und so fort. Das IOC funktioniert derzeit wie ein Franchise-Unternehmen und nicht wie ein Sportverband, das wissen wir. Und dieses Franchise-Unternehmen macht auf Kosten der Ausrichter, Länder und Städte Profite. Und der IOC, der neue IOC-Chef, hat angekündigt, er will eine Reformagenda machen. Wir wissen nicht, was dabei rauskommt bei dieser Reformagenda. Im Dezember diesen Jahres entscheiden die, ob sie vielleicht ein paar von diesen Vorschlägen wahrnehmen. Aber sie bewerben sich blind, bevor diese Entscheidungen getroffen sind. Das ist ein Risiko, wo ich nicht verstehe, wie sie auf die Idee kommen, so ein Risiko eingehen zu wollen, wo sie mit ganz anderen Risiken schon genug Geld aus dem Fenster geschmissen haben. Und deswegen nochmal. Es gibt ein Bedingungsgefüge, der BUND hat ein schönes Papier geschrieben, die haben ein Bedingungsgefüge, wo sie sagen, wenn die Reform des IOC, wenn Nachhaltigkeit, wenn tatsächlich bescheidene Spiele und so weiter sofort gemacht werden, dann wäre das eine gute Sache. Ich sage Ihnen, für uns ist noch eine andere Bedingung, eine Pflichtbedingung, Voraussetzung. Klären Sie die notwendigen Investitionen in die soziale und bauliche Infrastruktur vor Olympia und dann kommen die Olympia-Investitionen obendrauf, wenn wir sie uns noch leisten können. Und das ist eine Frage solider Haushaltspolitik und Verantwortung für eine sozial gerechte Infrastruktur in dieser Stadt und damit für die Menschen, die hier leben. Dankeschön.